Das war schon beim Einlauf. Die Halle wird abgedunkelt, man läuft ein. Man hört die Nationalhymne, man hört seinen Namen bei der Spielervorstellung. Wirklich ein überragendes Gefühl. Das war das i-Tüpfelchen meiner Karriere, eine Heimweltmeisterschaft spielen zu dürfen. Passiert, wenn überhaupt, einmal im Leben, dass wir das Ganze jetzt so durchgezogen haben, ohne Satzverlust zu gewinnen, war natürlich dann die Krone.